Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein Gewinnspiel und zwar mein über 1400 Abonnenten Gewinnspiel. Das wollte ich schon Euro sagen, bin ich doof. Nein, ich habe inzwischen über 1400 Abonnenten und ich finde das so genial. Das ging jetzt auf einmal total schnell, ich weiß gar nicht wieso, ich freue mich aber wahnsinnig. Das ist so eine große Freude für mich und so eine, ja. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, deswegen möchte ich euch gerne etwas verlosen. Und zwar geht es da um Sylvia Day, Crossfire, Offenbarung aus dem Heine Verlag. Ihr kennt ja alle Shades of Grey und so, aber das hier ist so, so, so viel besser. Ich werde euch hier irgendwo und auf jeden Fall auch in der Infobox mal die Rezension zum ersten Teil verlinken, denn ihr müsst dazu wissen, das ist der druckfrische zweite Teil, der jetzt am 8., nee Quatsch, am 11.3., also heute erschienen ist. Und ja, und ich möchte euch einfach teilhaben lassen. Ich konnte den ersten Teil leider nicht mehr erhalten oder bekommen, deswegen den zweiten Teil, aber die Bücher kosten 9,99 € und da ist sicher der erste Teil drin. Vielleicht hat jemand von euch schon den ersten Teil auf dem Sub und möchte den zweiten auch haben. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, macht auf jeden Fall mit, denn diese Reihe ist einfach, oder diese Trilogie ist einfach genial toll. Die Rezension zum zweiten Teil werde ich euch auch in die Infobox verlinken. Da gibt es ja jetzt nur eine schriftliche, aber die könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr den ersten Teil gelesen habt. Ja, was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht viel. Erstens ist eigentlich nur, ihr müsst Abonnent natürlich sein. Das mache ich ja nur für meine Abonnenten. Ihr müsstet über 18 Jahre alt sein und wenn ihr das nicht seid, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern. Unabhängig vom Gewinnspiel, aber auch das Buch ist nach wie vor für meine Ansicht nach nichts für unter 18-Jährige. Das sage ich einfach nur für meine Sicherheit. Natürlich weiß ich, dass die 15-, 16-Jährigen heute weiter sind als früher. Trotz alledem ist es ein Erotikbuch und da hätte ich jetzt Bedenken, es an unter 18-Jährige zu verschenken oder zu verlosen. Also, falls ihr gewinnen solltet oder falls du gewinnen solltest und unter 18 seid, brauche ich auf jeden Fall die Einverständniserklärung deiner Eltern. Und über 18, gut, hat sich das erledigt. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, wie immer. Und ich möchte noch anmerken, da das jetzt bei mir öfters passiert ist, ich übernehme keine Haftung dafür, wenn das Buch auf dem Postweg verschwindet. Habe ich jetzt schon öfters mitbekommen. Mir ist es auch schon einmal passiert, dass ein Buch nicht angekommen ist. Und das finde ich natürlich schade. Deswegen möchte ich da auch nochmal dazu sagen, dass das ausgeschlossen ist, dass ich dafür hafte. Aber es ist ja klar, ich kann ja nun mal nichts dafür. Ja, und das Einzige, was ihr eigentlich dafür tun müsst, ist einfach einen Kommentar hinterlassen. Was ihr schreibt, ist mir eigentlich relativ gleich. Vielleicht mehr als drei Wörter, aber ich denke, ja, euch wird schon was einfallen. So, jetzt kriegt es raus. Nochmal beachtet, das ist der zweite Teil einer Trilogie. Wie gesagt, den ersten konnte ich nicht mehr bekommen auf die Schnelle, deswegen jetzt der zweite. Aber ich finde es einfach toll, ich mag diese Trilogie wahnsinnig gerne. Es ist so, so viel schöner und besser als Shades of Grey. Ich habe jetzt auch den zweiten Teil ja schon gelesen und habe ihn innerhalb 2 Tagen wieder verschlungen und es ist einfach toll. Alle wichtigen Daten findet ihr nochmal in der Infobox und dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Glück und dann sehen wir uns bald und tschüss!